2 Minuten für Dino wird präsentiert von Sporttipp. Der Hans Kosmer hat es tatsächlich verwünscht. Man hat es erwartet letzte Woche, man hat es gesehen und trotzdem hat man gehofft, dass man das noch abwenden kann auf irgendeine Art und Weise. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man Kernspieler gegen sich hat. Ein Trainer wie der Hans, der sehr fordernd ist, der die Leute auch dort hergetrieben hat, die sie nicht mehr gewusst haben, wie geht es jetzt weiter, müssen wir jetzt tatsächlich mal richtig Leistung zeigen. Und das ist genau das Problem bei Freiburg. Wenn die an den Punkt kommen, wo sie mal etwas erreichen könnten, dann ziehen sie sich zurück in ihre Schneckenlöcher. Das ist die Weltmentalität. Und genau darum braucht man so einen Trainer. Das zweite Problem bei Freiburg ist, jetzt verlieren sie nicht nur den Trainer, sondern auch wieder den Sportchef, weil das in Personalunion gemacht wird dort. Und von diesem Modell sollten sie eigentlich schon lange wegkommen. Jetzt ist wieder die sportliche Kompetenz aus dem Club draussen. Jetzt müssen sie einen Trainer suchen und eigentlich auch einen Sportchef, weil das Modell ist veraltet und das funktioniert so nicht mehr. Der SC Bern. Letzte Woche 3 Niederlagen. Zuerst mal auch daheim verloren. Ich glaube, das sind ganz entscheidende Wochen jetzt für den Club. Die neuen Sachen, die der Guy Boucher installieren will, die brauchen noch ein bisschen Zeit, bis die alle greifen. Gleichzeitig sind die Ansprüche natürlich wahnsinnig hoch bei dem Club. Also dort, wo sie jetzt sind, das ist wieder unter das Mittelmaß. Das will eigentlich niemand sehen. Der Club muss polarisieren, der muss sehr gut sein oder dann von mir aus sehr schlecht. Aber das wünscht man denen ja auch nicht, weil die brauchen wir in den Playoffs, die Zeugen, oder? Das sind Emotionen pur, die müssen wir einfach dabei haben. Gerade jetzt, muss ich sagen, sind sie auf dem falschen Weg. Heinz Ehlers in Lausanne. Am Anfang hat man gemeint, Lausanne kommt nicht mehr. Ich habe erwartet, dass es schafft und bin dann enttäuscht gewesen, dass sie es nicht herbringen. Aber der Ehlers ist ein Teufelskerl, der bringt das her. Die haben gemerkt, hey, wir schaffen es nur, wenn wir wirklich konsequent und stur defensiv spielen und sonst überhaupt nichts. Und das hat er hergebracht. Chapeau. Zwei Minuten für Dino ist präsentiert worden von Sporttipp.